So, weiter mit neuen Runde WoT und zwar im Jagdpanzer 100. Ich weiß nicht, ob ihr die. Nee, die letzte Folge im Jagdpanzer 100 ist wirklich so lange her. Ich habe, glaube ich, damals mal 7k Damage gemacht. Und ich hatte hier diese Mission da, diese 6000 Mission, also 6000 Damage Mission im Jagdpanzer. Also in irgendeinem Jagdpanzer. Und ich habe mir gedacht, ich brauche nochmal so eine Runde. Und ich habe halt auch noch diese LT-15-Mission braucht, also mit einem Light Tank. Und klar, ich habe jetzt natürlich in Anführungsstrichen zwei Missionen übrig gehabt. Wie gesagt, 6000 Schaden, was. Ja, ich meine, auch im Jagdpanzer ist es jetzt nicht übermäßig schwierig. Aber es ist definitiv nichts, was man innerhalb von 5 oder 10 Runden schafft. Also normalerweise. Ich bin jetzt kein Nieryu oder so, der wo irgendwie selbst Heavys mit 5,5k Rage fahrt. Also ich mache sowas halt jetzt nicht so oft. Und ja, okay. Auf alle Fälle, diese Runde war extrem nice. Und ich muss dazu sagen, mit der Runde habe ich sogar die TD15 abgeschlossen. Ich muss sagen, die TD15 habe ich zuerst abgeschlossen vor der LT15. Und die TD15 hat mir so viel Motivation gegeben, weil ich mir gedacht habe so, Alter, jetzt brauchst du noch diese eine Mission. Du musst es jetzt machen. Du musst es jetzt irgendwie schaffen. Du brauchst die 7000, 6000 Schaden. Und die habe ich auch geschafft. Und sogar noch einiges mehr als das. Naja, nicht um einiges mehr, aber schon um einiges mehr. Also, es ist schon noch gut was mehr. Genau, hier ein Progetto 65, der sich gedacht hat: Ja, ich piek da mal und so. Da stehen zu meistens immer ein paar fette Heavys oder CDs. Ich mach's einfach trotzdem. Und hat dann auch direkt eine Respektschelle bekommen. 1035 Schaden. Tut, glaube ich, ganz gut so am Anfang des Gefechts. 1,5 Minuten rum. Er ist bei. Wie viel war er? 300 HP. Ja, ist angenehm. Ist echt angenehm, glaube ich. Er kann im Prinzip jetzt eigentlich direkt LT4 oder so. Ja, bisschen was kann er noch machen, aber der Map ist es halt nicht. Kacke. Ich meine, ich muss sagen, die Map ist definitiv keine meiner Favoriten. Ich finde sie sogar ziemlich schlecht, wenn ich ehrlich bin. Die ist alt, outdated und die ist halt. Ich meine. Du kannst hier ein bisschen in der Stadt spielen, okay, schön. Du kannst mit ein paar Scouts oder mit einem Scout ein paar Runden dann auf der linken Seite drehen. Hier im Grasbereich und so ist auch schön, allerdings nur für ein paar Sekunden, weil dann ist es vorbei. Der Prosciutto kommt einfach nochmal und will es nochmal probieren. Und er dachte sich so, wenn ich jetzt nochmal hinfahre, ist der Jagdpanzer 100 wahrscheinlich nicht mehr da. Naja, gut. Hat nicht so ganz funktioniert für ihn. Im zweiten Mal ist es zumindest abkauen. Leider wurde ich nochmal gespottet und der E5 wusste, dass ich da stehe. Wenn es vorher zumindest noch nicht gesehen hat. Und ja, was man hier auf alle Fälle macht, ist relativ ähnlich zum Light Tank fahren. Man stellt sich irgendwo hin und wartet. Man wartet, dass jemand einen Fehler macht, man wartet, dass jemand crossed. Und in dieser Position ist man eigentlich relativ gut bedient, sag ich jetzt mal, weil da. Ups, sorry. Da flutscht öfter mal was vorbei irgendwie. Und ja, keine Ahnung. Ja, E5 stand da hinten, rechts stand irgendwie nix gefühlt. Ich habe mir gedacht, was machst du jetzt? Gut, stehen in dem Bedshot, die halt keine Ahnung hat, was hier gleich was hier wartet. Und ich treffe das Ding sogar noch 1052 Schaden in die Turmseite. Freut man sich auf alle Fälle auch ziemlich gut. Und ja. Leider war da dann TVP und das ist natürlich ganz unangenehm. Wobei man sagen muss, die Seite und im Prinzip alles vom Jagdpanzer 1100. Okay, nicht alles, das nehme ich jetzt zurück, aber. Panzerung ist nicht ein Problem normalerweise. Also, du hast schon ganz gut was hier an Front- und Seitenpanzerung. Lower Plate ist halt AIDS, aber der Rest ist halt ziemlich geil. Und ich mir dachte so, ja, stellst dich einfach mal dahin und wartest, was kommt. Oh, da steht ein E3. Leute, was macht denn der da? Ja, Respektschelle, 1015 Schaden, bis angezündet. Damit war dann auch mal aus dem Gefecht raus. 3000 Schaden soweit. Ich habe mir so gedacht, gut, läuft an sich noch ganz okay. Noch HP sind noch 14.000 übrig. Wenn es das kein kompletter Donkey bist, dann kannst du noch 3 Schüsse rauskriegen und damit dann 6k Schaden machen, weil pro Schuss 1000 Schaden ist halt angenehm. Und ja, ich habe schon gesehen, dass dieses Objekt und auch der TVP so ein bisschen. So ein paar Sneaky Bastards sind, die immer wieder mal kurz rein wollen und Schaden verteilen an mir. Und ja, hier landet Lowbrowl, 859 Schaden, hat er, glaube ich, trotzdem ganz gut gespürt. Wir sind sozusagen bei 4000 Schaden, 2 Schüsse fehlen noch, 2 gute. Und da war noch ein E5.
Mit genau 2000 HP, habe ich gerade so gesehen. Und ja, ich meine, mit AP durch den Turm ist es ein bisschen schwierig. Mit Heat, so wenn du dann den Gunmantel nicht triffst, ist es einfacher. Kupaula ist halt einfach das, was du brauchst. Und wenn er halt eben piekt rein, Kupaula, entweder ist es ein E5, der weiß, dass ein Kupaula scheiße ist und der wird ihn nicht exposen, oder es ist einfach ein E5-Fahrer, wie E5-Fahrer sind, die denken sich so, yo, geil. Ich bin stronger Heavy. Ich kann eh nix. Fahren raus, sein Co-Powder und fressen halt mal draußen Schaden. Und flammen nach dem Forum oder WoT, Facebook-Seite, Gedöns. Ja, dann kam der E5 auf die Idee, ja, ich truste einfach mal so. War eine gute Idee für mich zumindest. Er ging mir mal ganz schnell Half-Life. 1145 Schaden ist halt. 53 Schaden ist halt echt böse. Also. Da bist halt auch gut bedient, ehrlich gesagt. Und ich meine, ich sehe, es fehlt momentan noch ein Schuss. Ich bin reloaded, der E5 kommt schon wieder irgendwie. Ich weiß nicht, was der Typ da macht. Er wollte mich dann, glaube ich, sidescrapen oder so. Ich weiß nicht, was sein Plan war. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie flankiert werde, weil dann bin ich komplett am Arsch und gerade mit kaputten Ketten bin ich dann ziemlich am Arsch. Da kam TVP schon so angespeedet und ich habe mir gedacht, so wird er peeken. Blindshotten? Ja, nein, vielleicht. Und dann fährt er tatsächlich vor, bleibt sogar noch stehen, lässt sich spotten und lässt sich killen. Also das war halt einfach Free Damage. Absolut Free Damage. 300 Schaden fehlen noch. Man kennt das so, in diesen Momenten ist es meistens, wo man halt dann den Schaden nicht mehr bekommt, dann wirst du von irgendwas flankiert und irgendwas zerfickt dich oder so. Und in dem Sinn, oder in dem Fall haben wir gedacht, jo, okay, keine Ahnung. Das Spiel ist auf alle Fälle safe. Da hinten ist ein TVP, allerdings hatte ich Backup und da war noch eine Badger, die allerdings rausgenommen wurde. Zum Glück. Und ja, hinter mir ist ein TVP, den ich killen könnte, der reichen würde. Aber es sind auch viele Mediums und da ist noch ein E5. Ich brauche Schaden, ich brauche 300 Schaden. In diesen Momenten fährst du den Schaden halt einfach hinterher und hoffst einfach, Schaden machen zu dürfen. Und ich glaube, der hat mich dann gespottet, oder? Müsste mich gespottet haben. Ich war schon ges noch gespottet, keine Ahnung. Was ich halt einfach brauche, ist ein Schuss. Ein fucking Schuss. Artis kriege ich nicht mehr. Kinderwerfer wahrscheinlich auch nicht mehr. Wobei er auch nochmal ganz gut AP hätte. Das heißt, ich muss mit diesen oder bei diesen zwei Leuten den Schaden machen. Also vorbeidrücken und versuchen, irgendwie da hier hinterher zu fahren. Also Objekt, wie es rückwärts fährt. Hier wurde ich getrackt von der Arti und hier bin ich schon so ein bisschen ausgerastet und so gedacht, Alter, das kann jetzt nicht sein. Ich brauche 300 Schaden und jetzt fick ich die Arti, jetzt fick ich das ganze Leben wieder. Und ich war hier gedanklich schon so beim Aufgeben. Ich dachte so, okay, das ist vorbei. Das war's. Heavy, TD15, vorbei. Das war's. Ja, Artis kriege ich, wie gesagt, nicht mehr. Und Kinderwerfer steht wahrscheinlich irgendwo im Nirgendwo. Fahre ich um die Ecke und sehe das Ding einfach. Sehe ich, wie das Ding vor mir aufgeht. Sehe ich, wie das Ding, wie das Full Life ist. Und ich habe direkt hier Weihnachten. Einfach nur Weihnachten. Im Chat ein bisschen abfeiern, hab noch einen Hit kassiert. Ich habe eh gesehen, dass ich die Nebenbedingungen nicht geschafft hätte. Und deswegen habe ich gedacht, so, ja, scheiß doch drauf. Mir ganz egal, ich weiß, ich hätte nur mit dem Schaden machen können, vielleicht um 100 oder 200. Aber mir ziemlich egal. Ich habe 6700 Schaden. Super Runde. Nicht die beste. Aber gutes Game, knapp 7000. Das ist halt, was du brauchst im Prinzip. Und ja, ich habe mir dann so gedacht, okay, scheiß drauf, das war's. Und ja, so habe ich TD15 geschafft, kurz bevor ich dann LT15 gemacht habe. Und ich habe Großkaliber geschafft, ich glaube auch noch Mastery Bachelor, irgendwie sowas in der Art. Und geile Runde. Ja, also Jagdpanzer E100 ist noch immer ein ziemlich gutes Ding. Ist halt ziemlich langsam und oft hast du einfach auch nur Damage-Runden, weil es nicht ankommst, bist ein Arty-Opfer und bist da generell öfter mal im Arsch. Aber ansonsten, geiler Panzer und macht Spaß mit dem zu spielen. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.